Hallo Freunde, willkommen zurück hier auf dem Tanneberg. Ja, liebe Leute, ich versuche gerade das Gerät zu starten und er zickt ein bisschen rum. Da ist eine Wartung fällig. Das geht nicht anders, da müssen wir mal ran. Und nochmal ein paar Taler investieren hier. Wir fahren mal eben über das gut vorbereitete Feld hier zurück. Fahren mal schnell in eine Werkstatt, die wir ja Gott sei Dank hier am Hof haben. Und in der Zwischenzeit habe ich auch herausgefunden, wie das nun mit diesem Weinberg funktioniert. Ich habe dazu mal ein paar ältere Videos angeguckt und so weiter von anderen Leuten und der gute Rough Rider selbst war da sogar mit bei und hat das mal gezeigt, wie das funktionieren soll. Hätte, wäre, wenn, könnte. Täte. Ich will nicht dieses Frontgewicht reparieren, das brauche ich nämlich nicht reparieren. Und dann habe ich natürlich vom Exit nochmal die Geschichte angeguckt und habe gesehen, dass links der Mist eingefüllt werden soll und rechts kommt der Dünger rein. Und ich habe es tatsächlicherweise auch schon getestet hier auf der Karte. Es funktioniert. Es funktioniert. Ich wollte euch nur daran teilhaben lassen, wie ich das Ganze nun dann halt ans Laufen bekomme. Und deswegen habe ich das noch nicht weiter... Alter, was? 5000? Holy shit! Da war mal jemand überfällig. Das kommt davon, wenn man so viele Spiegel abfährt, glaube ich. Naja, auf jeden Fall... Das läuft jetzt. Dann wollen wir heute hergehen und den Weinberg mal ein bisschen anschmeißen. Dann bin ich mal gespannt, ob das dann auch so klappt und wie das Endprodukt quasi aussieht. Also die Traube an sich. Ich bin gespannt auf jeden Fall. So. Na komm. Achso, ich muss auch natürlich das richtige Gerät auswählen. Dann klappt es auch mit dem Beladen hier. Wir brauchen auf jeden Fall dann dafür den Feststoffdünger. Was ist denn mit dir? Warum machst du denn hier nur sowas? Guck mal, du hast doch erst 400... Ach warte mal, das ist Dünger. Verstehe. Große Nachfrage bei Gartencenter für Dünger. Ja, da kann ich heute noch nicht bedienen. Ich kaufe jetzt hier nicht Dünger ein, um den dann nachher irgendwo zu verkaufen oder so. Das macht keinen Sinn. So. Zack, zack. Schnell hier wieder ran. Hatten wir hier einen Kurs mit Cosplay? Nein, ne? Feld 3 haben wir nichts. Hier haben wir einen Helfer fahren lassen. So, dann machen wir das hier auch wieder. Go, go, Gadgetto Sammy! Sieht ja soweit passend aus. Naja, gut. Okay, also, kommen wir zum Weinberg. Was ist hier mit Wartung? In 19,6 Motorstunden, alles klar. Wir müssen auf jeden Fall hergehen und das Zeug hier reinschütten. Also, wir machen die Makina runter. Und wir sehen, wenn ich jetzt hier das F1-Menü aufrufe, 1444 Mist. So, jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, das sind 4%. Da können wir lange schippen. Deswegen bin ich dafür, dass wir das Ganze... Ja, weiß nicht, geht das mit dem Überladewagen eventuell auch? Das wäre noch eine Maßnahme, ne? Gucken wir mal. Düngersteuer.
Mit dem hier könnte es funktionieren. Oder mit dem sogar. Mit dem auf jeden Fall. Er kann ja sowieso alles laden. Oh, er ist teuer, ne? Ah, der ist teuer. Und hier nimmt er das nicht an. Der auch nicht. Der auch nicht. Der auch nicht. Geht nur mit dem hier. Und das sind ja hier die Maismühlen. Geht nur mit dem. Gehe ich das Risiko ein oder schippe ich mir dann hier lieber einen Wolf oder was? Die Frage ist auch, wollen wir nicht einfach ein Förderband hier hinstellen? Und jetzt ist doch mal ein guter Rat teuer. Mit dem Mod ging es auf jeden Fall. Das ist zu niedrig wahrscheinlich, ne? Ich glaube, wir werden das hier nehmen. Das kostet zwar nochmal 12.000, wir können aber auch. Es ist ja nur so eine Momentaufnahme, ne? Wir brauchen eigentlich nur für den Mist. Ne, komm, das schippe ich. Das ist mir zu teuer, ganz ehrlich. Oder auch dann halt das Ding hin und her fahren und so weiter. Das ist mir zu anstrengend, ehrlich gesagt. Wobei, so weit ist das nicht, ne? Bis zum Sägewerk und wieder hier hin. Machen wir. Ja, ich weiß, ich habe jetzt eigentlich bestimmt 7 Minuten damit verbracht, hier drüber zu philosophieren, ob ich das nun mache oder nicht. Aber so manchmal dann muss man einfach solche Überlegungen anstellen. Und wir machen das jetzt einfach. Ich hole jetzt am Sägewerk das Förderband eben weg. Auch wenn da wahrscheinlich noch ein bisschen Abraum rumliegt. Aber das ist mir lieber, wenn wir das so machen, als wenn ich da eine halbe Stunde stehe, ganz ehrlich. Das muss nicht sein. Ah, jetzt ist da auch noch Zeug drauf. Das lassen wir einfach hier. So, das können wir ja hier einfach abladen. Da das ja Autoload ist, müssen wir gleich nur darauf achten, dass wir nicht in die Nähe kommen. So. Ich weiß nicht, wie groß der Radius von diesem Input-Trigger hier ist, ne? So. Irgendwann damit geht es wesentlich einfacher, als wenn ich jetzt, wie gesagt, eine halbe Stunde hier am Rumschaufeln bin. Das muss nicht sein. Dann machen wir einmal lieber hier ein bisschen Aktion, fahren halt das Förderband durch die Gegend und ich glaube, da ist allen eher mitgeholfen, wenn wir das so machen. Und ihr seht wieder halt eine Möglichkeit mehr, die man dann macht doch weg. Was ist denn das für ein Fenster? Warum geht das nicht weg? Ist das von dem Gerät hinten dran? Das kann sein, ne?
So, dich lassen wir mal hier. Ah, guck mal, jetzt geht's auch weg. Interessant. So. Müssen wir mal ein bisschen zurück, denke ich. Dann machen wir das hier hin. So, da kommt der Haufen hin. So, und jetzt nehmen wir das Förderband hier. Und versuchen, das da rein zu buxieren. Du mal weg. So. Jetzt hat er schon mal Mist geladen. Den Dünger können wir nachher per Big Bag einfüllen oder beziehungsweise per Palette. Die nehmen wir dann einfach auf eine Gabel und stellen die dann drauf. Ah, jetzt ist die knifflige Frage, treffen wir hier den Trigger oder nicht? Das sieht mir nicht so aus, als ob er das Befüllen durch... Was jetzt im schlimmsten Fall passieren kann, ist, dass das einfach daneben fällt. Jo, und das tut's auch. Jo, er nimmt's so nicht an. Jetzt macht er hier den Haufen rein. Ah, es ist doch zum Heulen. Dann bleibt echt nur Schaufeln, ne? Ist das ätzend. Ja, sorry Leute, das habe ich mir anders vorgestellt. Dann müssen wir das Ganze eben mal kurz nochmal umschaufeln. Schade, schade. Das hätte besser funktionieren können, aber naja. Dann bleibt halt doch nichts anderes übrig als schaufeln. Das mache ich jetzt aber dann in der Zwischenzeit tatsächlicherweise, weil das möchte ich hier keinem antun auf jeden Fall. Und ihr seht dann in der nächsten Folge dann das Endprodukt dazu. Ich sage erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, die Folge ist ein bisschen kürzer heute, das... ist mir auch aufgefallen, aber wie gesagt, bringt ja jetzt nichts hier rumzuhampeln und weiter rum zu philosophieren oder was, dass das Ganze funktioniert oder nicht und so. Deswegen mache ich es jetzt einfach kurz und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder und dann sollte das auch funktionieren. Bis dahin, macht's erstmal gut. Ciao, ciao.